So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme nach langer, langer Zeit mal wieder. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt, wie lange es her ist. Aber wir starten jetzt einfach rein, als wenn nie was passiert wäre, weil sonst müsste ich hier stundenlang erklären und es hatte Gründe. So, in diesem Sinne beginnen wir. Ich muss mich erstmal hier so ein bisschen umschauen. Ich weiß gar nicht, wo das letzte Mal war hier was drin. Hier war auch nichts drin. Hier. Gut, hier können wir, die können wir noch nutzen. Wir werden so ein bisschen Umbauarbeiten tätigen müssen, auch wenn es mir gerade. Oh, ich sehe gerade was. Hallo? Hallo? Wie ging das nochmal? Ah, mein Dingsmenü ist weg. Warum? Nein. Da. Sehr schön. So, jetzt sieht das Ganze schon mal besser aus. Ab und zu kann ich mal Tonaussetzer haben, also nicht die Musik, sondern mein zartes Stimmchen, weil mein Mischpult mir die ganze Zeit suggerieren will, dass ich übersteuere, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und dann gibt es diese Schutzabschaltung. So, wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um, dabei erkläre ich, was ich ändern möchte. Ich fange mal damit an, wir fangen aber hiermit an, mit dem Erklären. Wir werden den Klotz da oben runternehmen. Gefällt mir nicht. Wir werden an dem Haus auch noch ein paar Umbauten durchführen. Wir werden jetzt als erstes mal, ich zeig mal eben, das gefällt mir nicht mehr, die Türen auch austauschen. Weil ich hielt es mal für eine coole Idee, aber mittlerweile, ja, braucht man nicht viel zu sagen. Wir werden, ach so, konnte man rennen. Schwupp, die, wupp, die Folgenlänge, da, das werden wir austauschen. Das sieht. Und da ist das Mikro schon das erste Mal ausgefallen. Wir werden das Dach austauschen. Damit beginnen wir. Die Türen austauschen, das habe ich erzählt. Ich guck mal eben. Ich weiß nichts mehr. Habe ich die Kisten sortiert? Sieht zumindest hier so aus. Wir werden auch eine andere Farbe fürs Dach nehmen. Ja, es ist sortiert. Wir haben übrigens ein neues Ressourcenpack. Drin, wie man sieht. Sieht so ein bisschen besser aus. Ich werde irgendwann. Wir können mal gucken, was das für eins ist. Options. Resource Pack. Ist nicht kompatibel angeblich. Box da, das neue Resource Pack. Ich find's cool. So, ich hätte fast wieder auf OK gedrückt. Wie sieht's hier unten aus? Sieht. Sortiert aus. Ja, es ist sortiert. Sehr. Das bringt mich gerade wieder auf Ideen. Ja, ist sortiert. Dann wird hier dasselbe sein, in Klammern hoffe ich. Ja. Also Rohstoffe haben wir noch ohne Ende hier. Wir werden aber trotzdem jetzt in nächstes im Bel... Warte mal. Im Bälde auf Reisen... Achso, da. Im Bälde auf Reisen gehen müssen, wollen, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so extrem... Ah ja, weil ich die Dinge weggemacht hatte. Spyglass, ja, Barrel. Stickies haben wir, Werkzeuge haben wir. Warte mal, Werkzeug. Wir können mal eben umsortieren, ne, einsortieren. So, pass auf, Oak Plants. Ne, das ist Spitchwood. Das ist Oak, dann gehen die Dings hier oben rein. Die Workbench. Wo haben wir das denn hingetan? Also wir werden, glaube ich, die erste Zeit hier nur sinnlos in der Gegend rumirren. Dann packen wir mal den Furnace hier mit rein. Kobbel kommt gleich nach oben. Kohle, Slimeball können wir auch mal reintun. Die Platten, haben wir nicht irgendwo so eine Mischmaschkiste gehabt? Was war das denn? Ach, wir haben ein Shield. Brauchen wir im Moment nicht. Muss mal gucken, sind wir auf Pissful, weil wir im Moment nur am Bauen sind. Ich glaube, Monster, hatte ich mal gesagt, schalten wir nur ein, wenn wir irgendwo hin wollen. Dirt brauche ich gleich allerdings. Kohle hatten wir doch auch eine. Ah, warte mal. Was ist das? Gravel. Dann kommen die hierhin und du kommst hierhin. Echt mal ein bisschen weiter wegpacken. Oder ich muss mich mal ein ganz klein bisschen runterstellen, weil das Ding ist ja so dermaßen empfindlich. Jetzt höre ich mich aber selber wieder nicht. Jetzt mache ich ein ganz klein bisschen lauter. So, und ich darf halt nicht so laut reden. So, warte mal. Was haben wir hier jetzt noch?
Kohle, Dirt, Roheisen. Kohle tun wir mal hier rein. Was haben wir hier? Haben wir gar nichts für. Wo war denn das Roheisen? Clayball. Welche Kisten stehen? Nein. So, wir packen das Roheisen schon mal in den Furnace. Der kann dann auch schon mal. Ne, warte. Machen wir so. Schwupp. Haben wir nicht eine Mischmaschkiste? Jetzt mal ohne Witz. Wir haben doch. Wir haben den Mist, was wir nicht zuordnen konnten, glaube ich, nach oben gepackt. Ne? Ach, das muss auch mal ein bisschen verändert werden. Komm, wir klatschen das einfach hier rein. Dachboden ist im Moment noch die Gerümpelkammer. Das geht gleich nach draußen. Die Torch können wir natürlich nicht draufsetzen. Okay. Das geht gleich nach unten. Da müssen wir ein bisschen was holen. Glowstone und das tun wir auch mal hier rein. Dann haben wir auch noch Ketten. Haben wir noch Ketten mit? Nein, habe ich gerade draußen übrigens gesehen. Können wir die? Nein, die können wir nicht stacken. Wir haben eine Redstone-Torch. Ah, ich glaube, die Schienen sind von dem, was wir ja am Anfang weggemacht hatten. So. Den Kompass, was auf dem packen war drüben drin. Da machen wir uns noch so eine Reisedingens. So eine Reisekiste, dass wir das gar nicht erst großartig suchen müssen. Die brauchen wir gerade nicht. Na komm, einmal packen wir hier erstmal rein. Da haben wir auch schon einen. Warum er den nicht stackt, ich weiß es nicht. Water Bucket, deshalb. Das ist nur ein da ist noch Wasser drin. So, warte mal, wo haben wir das Werkzeug gerade? Ach, hier. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Haben wir noch eine Axt hier drin? So, wir machen uns mal eben pro forma noch ein paar Äxte. Müssen noch bei Gelegenheit mal das Schwert reparieren. Ja, wir machen uns ganz viele Äxte. Ach Quatsch, was mache ich denn? Ja, der ist noch besser. So. So. Dann. Das Eisen nehmen wir mal mit in die Küche. Boah, ich habe das schon so lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht wirklich. Oh. Gott, warte mal, das war hier, schwupp. So, auf das Eisen packen wir in die Küche. Servus. Wird auch schon wieder dunkel. Dann können wir auch mal... Warte. Wo wir gerade dabei sind, können wir auch mal gucken, was wir noch in der Küche haben. Ach, Peaceful heißt ja, ich verbrauche keine Nahrung. Ah ja, gut. Haben wir aber auch noch zur Genüge, falls es drauf ankommt. Haben wir nicht sogar schon eine Reisekiste? Haben wir schon. Gut. Plöpp. Ich weiß zwar nicht, warum ich es da reinpacke, aber ist mir auch gerade relativ egal. So, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir bauen uns erstmal einen Weg zum Dach. Es tut mir leid, aber es sieht absolut kacke aus. Im Nachhinein betrachtet es. Ich fand es mal cool irgendwann, aber... Ach, wir haben Erde mit. Was brauchte ich denn jetzt noch? Irgendwas fiel mir gerade ein, was wir noch... Was ist das denn? Hammer? Warum haben wir einen Diamanthammer? Keine Ahnung. Ach so, ja. Die brauchen wir noch. Ich nehme mal die mit und falls drauf ankommt, die. Geh mal weg da, Digga. Haben wir eigentlich noch Gläser, wo ich gerade da an den Bienen vorbeilaufe? Wie gesagt, wir werden das alles so ein bisschen neu trimmen. Die Front nicht, also das Haus so generell nicht. Was wollte ich jetzt machen? Nach Gläsern gucken, genau. Honey Bottle. Wir brauchen aber leere Flaschen. Haben wir noch. Mal gucken.
Noch ein bisschen Honig einsammeln. Ich habe keine Ahnung warum. Wir haben im Moment mehr als genug. Es wird auch gerade düster. Ja, funktioniert. Sehr schön. So, wie gesagt, das Dach werden wir jetzt direkt mit anfangen. Also jetzt nicht direkt, sondern wir gehen erstmal pennen. So, ich packe mal die Flaschen hier rein. Wo war der Honig? Upsala. Kommt hier rein. So. Hier werden wir mal ein bisschen, auch hier werden wir auch noch ein bisschen was ändern. Weiß ich noch nicht, was wir hier machen. Auf jeden Fall muss hier was hin. Das sieht furchtbarst aus. Also sehr leer. Und sich die anderen Räume. Hier müssen wir auch noch wieder was drauf. Hier müssen wir auch mal was draufstellen. Mal wieder. So, wir gehen mal im Pennen. Da liegt gerade, wo wir den Aufstieg zum Dach machen. Ganz kurz. Das müssen wir von unten hochziehen. Ist egal. So, dann gehen wir mal im Pennen. Muss jetzt natürlich auf die Zeit achten. Nach so, was ich sagen wollte, in den ersten beiden Aufnahmesessions werden die Aufnahmen um die 15 Minuten sein, weil ich mir einen kleinen Vorrat erstmal aufbauen möchte. Und dann kann es sein, dass sie wieder auf 20, 25 Minuten wachsen. Aber jetzt am Anfang erstmal 15 Minuten. Oh ja, das wird lustig. So, warte mal. Kommen wir hier aufs Dach? Nee, noch nicht. So, das reicht. Aua. Es tut mir leid, aber wir müssen es weghauen. Weil wie gesagt, es gefällt mir jetzt in keinster Weise mehr. Es passt auch irgendwie nicht dazu. Aber da müssen wir schauen, wie wir das machen. Ups. Den können wir stehen lassen. Aber ich habe da, wie gesagt, eine Idee, wie wir es besser gestalten könnten. Ob das jetzt natürlich die... Pass mal auf, mal erstmal das ganze Steingedönse hier weg. Ob das jetzt die Lösung werden wird, weiß ich nicht. Wir müssen es sehen. Dann entscheiden wir weiter. Hier können wir dann hinterher, der sieht auch so ein bisschen verloren aus. Da müssen wir hinterher schauen mit den beiden hier. Ich weiß es doch auch nicht. Aber sag du doch auch mal was. Mann, will nicht immer alles alleine entscheiden müssen. Das ist schwierig. Ich bin Mann, mir liegt das Entscheiden nicht in den Genen. Deshalb habe ich es mitgenommen. Ich hab's mir gedacht. Hier müssen wir dann auch mal, wie gesagt, wir strukturieren es jetzt einfach mal um und gucken, was dabei rauskommt. So, jetzt brauchen wir eine Axt. Haben wir zwei, drei Äxte, gut. Müssen nachher nur das ganze Holz wieder einsammeln. New Recipes unlocked. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie wir das jetzt gemacht haben, aber ist okay. Hat der das schon alles vergessen? So, wir fangen mal lieber von oben an. Oh. Ja, nice gemacht. Wir kloppen das erstmal von oben runter. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir haben es, glaube ich, ganz am Anfang mal ausprobiert und dann habe ich die Idee verworfen. Obwohl sie eigentlich gar nicht mal schlecht war, aber schlecht ausgeführt, weil ich es noch nicht konnte. Ich habe in der Zeit mal ein bisschen geübt heimlich. Zumindest was das Dach angeht. Ich glaube, die Lampen fallen gleich auch runter. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also wenn welche die spawnen, ist das Ganze nicht so schlimm. Ich muss mal so ein bisschen auf die Aufnahmezeit gucken.
Und werde mir das gleich einmal anhören. Ich hoffe, es passt mit dem Sound. Wenn nicht, wird es in der nächsten Folge besser werden. Dann entschuldige ich mich im Vorfeld schon mal, falls es... ihr wisst schon, was ich meine. Weil meist habe ich das große Glück, den Sound in den ersten Aufnahmen zu verkacken. Au. Oder so zu machen. Nur, pass auf, da kann ich mal ganz kurz die Aufnahme beenden.